1, Alex Jahr, Global AG, immer noch auf der Kierer Sicherheitsausstellung. Was ich hier in meinen Händen halte, ist einfach nur ein Tagtraum für mich. Ich als Shotgun-Fan, 12-Gauge-Fan, sehe hier gerade einen 12-Gauge-Schalldämpfer. Das ist nicht der Salvo. Und was mir auf den ersten Blick an dem gefallen hat, ist das Design. Es sieht einfach nur Bombe aus. Also wenn man den von allen Seiten mal anschaut, Junge, das ist auf irgendeinem Shooter-Spiel raus, glaube ich. Direkt mal Sicherheit hergestellt. Ich montiere den mal eben ab. Was ich am meisten umbauen will, ist, wie hochqualitativ der Schalldämpfer von innen, von außen ist und wie solide der sich anfühlt. Und wenn ich euch den Preis nenne, werdet ihr, glaube ich, alle von Hockern fallen. Einer der großen Vorteile, ein Unternehmen in der Ukraine zu unterhalten, sind die niedrigen laufenden Kosten. Als erstes, das hier ist ein Monoblock. Das heißt, es ist aus einem Stück gefräst mit vier richtig großen, tatsächlich acht richtig großen Imbusschrauben. Im Gegensatz zum Salvo, der also hier solche Spitzen verwendet, um die Shotcup im Grunde zu leiten. Mit eurem Schrot drin hat er hier ein Röhrchen, was also viele Löcher drin hat. Ich weiß nicht, ob man das sieht an der Kamera, aber es sind also wirklich viele Löcher drin für die Druckablass. Und wir haben hier also drei verschiedene Sektionen drin, die also den Druck über drei Kammern verteilen. Das Teil kann man nicht verkürzen und nicht verlängern wie beim Salvo, der im Solar aufgebaut ist, aber das Teil, ich wette, das kann definitiv sehr, sehr viel Ärger mit sich machen lassen, ohne kaputt zu gehen. Jetzt kommt der Preis, 7000 Gribbeln kostet der Schalldämpfer an sich, 1500 kostet so ein Adapter. Das sind 8500 Gribbeln, was knapp 250 Euro sind für einen Schalldämpfer für Kaliber 12 Shotguns. Ich will das Teil definitiv mal im Feld testen, darf ein Video machen. Dann hoffen wir, dass die Jungs das Teil nach Deutschland bzw. In die EU exportieren. Ich bin jetzt gerade nicht sicher mit der Rechtslage in Deutschland, da wurden ja Schalldämpfer erlaubt vor kurzem. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob es von Schrotflinten auch noch so irgendwelche Unterschiede gibt. War ja schon länger nicht mehr da. Aber definitiv die anderen Staaten in der EU, die also Schalldämpfer erlauben, warten noch sowas. Super Teil.